wir leben nach dem Bild eine Welt. Ja, das heißt, die Grenze zu meinen Mitmenschen hört nicht irgendwann an einer Landesgrenze auf, sondern, wie wir auch heute jetzt merken, es ist ein Flug entfernt. Ein Flug und eine kurze Fahrt und schon ist man hier. Also die Leute hier sind auch tatsächlich unsere Brüder und Schwestern und unsere Mitmenschen. Wenn es darum geht, eine bessere Zukunft zu schaffen, dann gehören alle Menschen dazu. Und wir merken, dass tatsächlich die Welt zusammen wächst. Es macht mir riesen Spaß zu sehen, welche Entwicklung, auch wenn es noch keine große Entwicklung ist, welche Entwicklung hier vorangetrieben wird. Das war mit die beste Entscheidung meines Lebens, diese Reise anzutreten. Und ich bin auch stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich das mitmachen darf. Jeder hat eine Geschichte. Von keinem ist sie irgendwie leicht, sondern jeder versucht, das Beste aus dem Leben zu machen. Und letztendlich ist natürlich auch das große Ziel von uns allen, wirklich etwas zu schaffen, was über uns hinaus ist. Also für was für uns, unsere Gesellschaft, unsere Kinder und die Zukunft ist. Das, was ich in den Kindern in Deutschland sehe, in den Kindern in Amerika, in den Kindern in Bosnien oder wo ich auch sonst schon überall war, ist, die sind bereit. Die sind bereit für die Schule, die sind bereit, um hier auch wirklich zu ackern für eine bessere Zukunft. Und es ist deshalb auch für uns als Stiftung enorm schön dann zu sehen, dass sie mitarbeiten, dass die Anlagen funktionieren auch weiterhin. Ich habe gefragt, was wünscht ihr euch? Und die haben tatsächlich gesagt, Essen und Trinken. Also wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, ich habe 1000 Wünsche. Ich habe 1000 Wünsche und die wollen nur Essen und Trinken. Es ändert sich auch nicht, wenn man nach Deutschland geht. Es ist, hey, wir wollen nicht viel. Wir wollen Sicherheit, wir wollen Essen, wir wollen Trinken. Und wir wollen, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft haben als wir. Und dafür sind wir bereit, alles zu tun, was in unserer Macht steht. Ich habe heute zum Beispiel einen Jungen gefragt, was möchtest du werden? Und dann sagt der eine Physiker, der eine sagt Arzt, der eine sagt Lehrer. Und diese Menschen verändern die Welt. Was in der Macht von einer Person steht, hängt so stark davon ab, wo man geboren ist, welche Möglichkeiten man hat. Glücksszenarien, also selbst wenn ich auf mein Fußballerleben schaue, dann hatte ich auch da so oft so viel Glück in meinem Leben. Es gibt viele Leute, die mindestens das Gleiche verdient hätten, ja, es aber nicht bekommen haben. Und da sehe ich dann auch wiederum eben die Aufgabe, diese Situation nicht nur zu akzeptieren, dass es so ist, sondern vor allem diese auch zu definieren in einem Kontext, der wirklich allen dient. Im Endeffekt hat jeder Mensch enorm viel Potenzial. Eigentlich unsere Aufgabe als Gesellschaft ist dafür zu sorgen, die ganzen Steine, ja, dass wir die aus dem Weg räumen, weil Potenzial ist da, der Mut ist da, der Ehrgeiz ist da. Was ich mir für die Menschen hier wünsche, ist, dass sie wirklich genug zu essen haben, genug zu trinken haben und die Bildung haben, die wir einfach bekommen. Mehr wünsche ich mir nicht, weil ich weiß, wenn diese drei Sachen geschaffen werden, diese Menschen sind harte Arbeiter. Die werden, wenn die es dann wirklich schaffen, die Welt verändern.